Oh nee, nicht schon wieder, Alter. Jo Leute, und somit herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, heute geht's um den Freestyle Tobacco Sugar Hill. Ja. Hier habe ich das Ganze nochmal. Fängt ja super an. Alter, der Tabak macht mich fertig. Jetzt ist mir das Ganze hier runtergeklatscht. Ja, hier könnt ihr den Schnitt und den Tabak sehen. Das Ganze ist sehr fein. Ist ready to smoke, das Ganze. 150 Gramm kosten 13,90 Euro, wie der aktuelle Adalia. Und es wird ein bisschen länger, das Video. Bevor ich anfange zu meckern, kommen wir erstmal zum Geruch. Also das Ganze soll sein Orange Cream Karamell, ja, da verschlägt es mir schon glatt die Sprache. Und riechen tut das ganze Ding richtig geil, ja. Ich bin zwar nicht so der Orange-Typ, ja, aber stellt euch vor, eine natürliche, süße Orange, dann der Geruch von dem White, also dieses cremig, teigige. Und Karamell vielleicht so ganz bisschen im Abgang, ja, also geruchlich ist das schon mal, ist wieder so ein Ding, ja, wo ich gerne dran lecken würde, ja. An dem Tabak. Nicht, was ihr denkt. Ja, und dann kommen wir aber schon wieder zum Rauchverhalten. Ja, ich rauche das Ganze im Tonkopf, wie ich jeden Tabak rauche. Setup und so weiter findet ihr unten alles in der Videobeschreibung. Ich habe das ganze Ding wieder normal gebaut. Ja, diesmal sogar ein bisschen weniger Tabak. 3 Kohlen drauf. Angezogen. Gleich beim ersten Mal hat es schon Bombe geraucht. Ja, da war mir schon alles klar. Nach dem zweiten, dritten Mal ziehen, hat es schon wieder angefangen, da habe ich schon wieder gemerkt, okay, der ist schon wieder an der Kotzgrenze, eine Kohle runter, das hatte ich noch nie. Also ich kenne keinen Tabak, der ist ja so geschnitten, der hat ja so einen urfeinen Schnitt wie der Malers, ja, so etwa. Aber Malers verträgt Hitze, ja, ich weiß nicht, entweder ist der Tabak zu trocken, dass er so schnell anbrennt, sage ich mal, oder an seine Grenzen kommt. Aber das ist nicht normal, das geht mir mega auf den Sack, ja. Ich habe noch diesen Smoking Smurf, den habe ich auch schon geraucht, das kannst du auch vergessen mit 3 Kohlen. Es macht keinen Spaß so, ja. Es sind 2 Kohlen drauf, Freunde. Und der Kamin raucht, als ob ich hier 20 Kohlen oben drauf hätte, ja. Das ist scheiße, ja. Also, es macht keinen Spaß zu rauchen. Man kann den Tabak nicht fordern. Doch, fordern kann man ihn schon. 3 Kohlen, 2 Züge machen, dann ist der Tabak quasi durch. Guckt euch mal an, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ups. Ah, das sieht man so gut wie gar nicht. Ja, der raucht sich hier schon wieder einen ab, vom Allerfeinsten. Nee, macht so keinen Spaß, ja. Nichtsdestotrotz kommen wir erstmal zum Rauch, ja. Mit 2 Kohlen übrigens. Er raucht gut, Freunde. Er raucht gut. Geschmacklich kommen wir gleich noch dazu. Aber Hitzeverträglichkeit ist gleich 0. Ich habe noch nie einen schlechteren Tabak, muss ich jetzt so hart sagen, ich habe noch nie einen schlechteren Tabak geraucht, der so wenig Hitze ab kann. Bei 2 Kohlen geht's jetzt, lege ich noch die dritte drauf, ziehe ich 2-mal, dann ist er wieder futsch. Ja. Ich krieg's. Zum Glück rauche ich mit der Brass, wo ich den Rauch komplett auspusten kann. Eine Kohle runter, dann geht das Ganze wieder. Aber hitzetechnisch, beziehungsweise allgemein auch für Leute, die sich den als Anfänger holen, ja, die haben doch gar keinen Bock mehr zu rauchen. Also ich weiß es nicht, was ihr von Freestyle-Tabak haltet. Schreibt es mal definitiv mir in die Kommentare, ob ihr damit auch so eine Probleme habt. In den Facebook-Gruppen hier, Shisha-Liebhaber und so, sehe ich ja doch, dass der Tabak, sag ich mal, gut ankommt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe Adalia, Alvara, die ganzen anderen Sorten, rauche ich genauso, sogar noch ein bisschen mehr Tabak mit 3 Kohlen. Easy, ja. Und der hier hat schon mit 2 Kohlen fast keine Chance mehr. Gut, Freunde. Ich puste jetzt mal aus, drehe die Kohlen und dann kommen wir zum Geschmack endlich mal. Ja. So. Ich hoffe mal nicht, wenn er jetzt die frische Kohle abkriegt, dass er gleich wieder verbrennt. Wenn das passiert, dann weiß ich auch nicht. So, Freunde.
wie das Ganze raucht. Bei 2 Kohlen, ja, lege ich noch der dritte drauf, seht ihr mich gar nicht mehr. Bevor ich jetzt wirklich zum Geschmack komme, muss ich gleich vorher weg sagen, das hat doch der Steini gesagt, lieben Gruß an dich, wo wir mal geskypt haben, dieser Freestyle Tobacco, der hat irgendwie so eine komische Unternote. Ich weiß es nicht, was das ist, wenn ihr das Problem auch habt. Alles in die Comments, Freunde. Ja, aber geschmacklich muss ich sagen, ist er nicht schlecht. Orange Cream Caramel. Also Karamell, wie im Geruch, vielleicht so ein bisschen im Abgang. Ansonsten habt ihr eine wirklich, eine leckere Orange. Ist so eine Orange, die vielleicht schon vor 2 Tagen reif gewesen ist. Ja. Ist schon leicht matschig, aber doch sehr süß. Also nicht mehr dieses Spritzige, sondern eher sehr süßlich gehalten das Ganze. Dieser Cremeton wirkt quasi mit, also ihr schmeckt die Orange mit so einem Cremeton, ja. Ja, das Karamell kommt im Abgang. Ja, ich lege jetzt mal noch eine dritte Kohle drauf, Freunde, dann werdet ihr gleich sehen, dass der hier ordentlich abboostet. Und ich denke mal, ich kann 2-3 Mal ziehen und dann war's das. Also so wie die Kohlen jetzt liegen, so rauche ich in jedem Setup, klappt optimal. Freestyle seht ihr jetzt. Und das war's schon wieder, ja? Das war's schon wieder, Freunde. 2 Züge und der Tabak ist an seinem Limit mit der dritten Kohle. Ansonsten, eigentlich ist er lecker. Ihr habt so eine leckere, cremige Note von dem Ultimate White. So könnt ihr euch das vorstellen, diese cremige Note. Und wie gesagt, eine Orange, die vor 2 Tagen reif gewesen ist. Und diese Karamellnote kommt wirklich mit dem Abgang. Also alles in allem ist es eigentlich ein leckerer Tabak, ja? Auch wenn ich jetzt nicht so der Orange-Fan bin. Aber Hitzeverträglichkeit ist gleich 0. Also solltet ihr das Ganze im Tonkopf auch rauchen mit Kamin, empfehle ich euch. Am Anfang vielleicht 3 Kohlen, ja? Nach einer Minute legt ihr aber sofort eine wieder runter, weil der Tabak einfach verbrennt. Schwaches Ding in meinen Augen. Für den Preis möchte ich mir da eigentlich einen Tabak erwarten, der ordentlich Hitze verträgt. Vielleicht sollten die Hersteller das nochmal überarbeiten, dass die eventuell den Schnitt ein bisschen gröber machen und feuchter den Tabak. Oder ich bin einfach zu doof, einen Kopf zu bauen. Aber wenn es mit allen anderen Tabaksorten klappt, ja, und es nur beim Freestyle ist, wirklich nur beim Freestyle, dass der nicht so viel Hitze verträgt, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten alles in allem ist das ein leckeres Ding, Freunde. Wenn ihr ein bisschen mit der Hitze spielen könnt, legt euch den zu, der ist echt lecker. Und ich werde den jetzt mit 2 Kohlen rauchen. In einer halben Stunde lege ich die dritte nach, weil er dann zu wenig Hitze bekommt. In diesem Sinne, Freunde, war's das. Ja, gebt ein Däumchen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Hier drüben kommt ihr zu meinem Unboxing-Kanal, könnt ihr mal abonnieren. Ansonsten hier rechts und links kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos, könnt ihr auch mal reinklicken. Und wir sehen uns dann am Dienstag im nächsten Video. Haut rein, euer Shisha Schmidi. Peace.